eine Tasse Kaffee und Kekse. Ausgemacht. Dankeschön. Lieber Hansen, lieber Stadler, darf ich bekannt machen? Das ist die Frau Dorn. Das ist der Hansen, das ist der Stadler. Hallo, Frau Dorn. Hallo. Ja, grüß Gott. Ja. Frau Dorn, Sie waren mit dem Herrn Neumann befreundet. Sagen wir mal so, wir kannten uns privat. Wir haben uns hin und wieder verabredet. Ins Kino, ins Theater, in die Oper. Wir hatten die ein oder andere gemeinsame Interesse. Haben sich diese Interessen auch auf, sagen wir mal, weniger kulturelle Ereignisse bezogen? Wenn Sie Sex meinen. Ja, hatten wir. Trotzdem war das nichts Enges zwischen uns. Waren da möglicherweise auch andere Frauen im Spiel? Also bei mir nicht. Für Herrn Neumann kann ich natürlich nicht sprechen. Sie arbeiten im Kultusministerium, ne? Da gab es doch bestimmt auch berufliche Berührungspunkte, oder? Was meinen Sie damit? Naja, dass man sich austauscht über dies und das, über Erfahrungen, die man so macht. Hat Herr Neumann Ihnen zufällig über seinen Schulalltag berichtet? Oh Gott, bewahre. Ich war lange genug selbst Lehrerin, dass man mir nicht mit Frontberichten kommen darf. Das hat Herr Neumann ganz schnell begriffen. Sie wissen also nichts von Problemen, die er mit Kollegen oder Schülern hatte? Da muss ich passen. Der Herr Neumann hatte bei sich zu Hause eine ganze Stange Geld liegen, 5000 Euro. Haben Sie eine Idee, wo die herkommen könnten? Geld schien nicht sein Problem gewesen zu sein. Er hat nie darüber gesprochen. Frau Dorn, Frage, wo waren wir denn heute in der Früh um 8? Frühstücken. Zu Hause. Allein? Solche Tage soll es geben. Ja, gut, Frau Dorn, wenn Ihnen noch was einfallen sollte, Sie wissen ja jetzt, wo Sie uns finden können. Gell? Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja, das sieht ja wirklich so aus, als hätte ich dort mit meinen Initialen unterschrieben. Aber das D, das steht natürlich nicht für meinen Nachnamen, sondern für Darling. Simone Darling, so hat Robert Herr Neumann mich immer genannt. Aha. Vielleicht könnten Sie uns auch mal über den Inhalt Ihrer kleinen SMS aufklären. L, leider nicht möglich, Probleme mit dem System. Liebe, leider nicht möglich. Wegen Systemprobleme. Überstunden im Ministerium. Hm. Ach so. Ja, dann hätten Sie ja alle unsere Fragen beantwortet, Frau Dorn. Wie schön. Meine Herren. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.